So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Winterwunderland. Wir spielen auf The Volcano auf der Map und ich habe gerade ein kleines Problem. Ich bin zwischendurch gestorben einmal, weil ich habe diesen kleinen Jungwolf hier gezähmt. Nein, das ist nicht die Lupina, die ist nicht geschrumpft. Unsere Lupina hat gerade das Jungwölfchen beschützt und ist hier drüber gesprungen. Ich fürchte, die ist jetzt da unten irgendwo. Deswegen habe ich mir gerade einen Fallschirm gebaut. Also heißt das für mich, ich muss da runter und meine Lupina suchen. Und ich hoffe, die lebt noch. Ja, da ist sie. Gut. Also, Lupina ist noch da. Die können wir nochmal leveln auf Gesundheit. Kriegst nochmal ein bisschen mehr. Super. Ja, hast du gut gemacht. Du bist ein großartiger Wolf. Ein sehr schöner Wolf. Ein super Wolf. Kannst du eigentlich jetzt rennen? Yay! Oh shit, da ist ein Wolf und warte mal. Komm, unsere Lupina ist stark, wir schaffen das. Und gegen 96. Das ist nicht dein Ernst, das schaffen wir nicht. Oder? Komm, Lupina, halt durch. Komm, mach sie platt. Mach den Wolf platt. Du schaffst den. Ich würde ihn ja gerne zähmen, aber da komme ich nicht zu. Ja, gut, geschafft. Lupina, du bist spitze. Oh, hier ist Eisen. Das sollten wir uns direkt mal merken. Was ist hier noch drin? Ein paar Pfeile vielleicht? Ach nee, das ist ein Loot. Okay, dann muss ich da auch schon mal gestorben sein. Bin ich da gestorben? Komisch. Ja. Unsere Lupina braucht jetzt erstmal ein bisschen Gewicht. Oder sowas. Oder noch mehr Leben oder so. Ich weiß es nicht. Moment mal. Ich brauche erstmal noch Gesundheit. Ich sollte eigentlich Gewicht leveln, aber okay, habe ich vergessen. Lupina braucht, was brauchst du denn? Du brauchst ein bisschen mehr Gewicht. Weil du hast Zeug an Bord, das brauchen wir. Und jetzt laufen wir nach oben. Yay! Level 96 Wolf hat sie geschafft. Unsere Lupina, ja. Hätten aber auch nicht mehr als einer sein dürfen. Ach ja, das war diese kleine Ecke, wo der Rex reingefallen war. Und da ist ein Reh. Das nehmen wir mit. Weil Fell brauchen wir sowieso noch. Und ihr wisst ja noch, das Problem, wir wollen ja erstmal einen Vogel oder sowas zähmen, weil dann können wir die Lupina tragen und den anderen können wir auch abholen. Stimmt, jetzt haben wir ja zwei. Wir haben ja noch das Baby. Aber kommen wir hier auch irgendwo durch, ohne dass wir den Wölfen vor die Nase laufen müssen. Ich glaube, hier dürfte es gehen. So, genau. Und dann gehen wir da hoch. Da ist nämlich unser toller Baum. Lauf, gib nicht auf. Lupina, du schaffst das. Du bist unsere Weltbeste, allerbeste Lupina. Katzen, super. Toll. Klasse. Und rennen können wir auch nicht. Und die kommen schon. Sind das große? Ich kann es gerade nicht erkennen. 16 und. Schaffen wir. Oh. Mitnehmen. Mitnehmen. Noch was? Noch was unterwegs? Nein, da können wir gerade das Säckchen noch einpacken. Vielleicht ist da noch was Interessantes drin. Pfeile nehme ich mit. Hier, und die sind wenigstens ganz, die Klamotten. Und das nehmen wir sowieso. Gut, weiter geht's. Da fliegt der Quetzal. Ach, das ist ein Baby. Seht ihr das? Und unsere Lupina ist zu schwer. Ich bin zu schwer. Folgen. Komm mit. Das Stück laufen wir zu Fuß. Oh. Ist das ein Babyquetzal oder warum fliegt der so niedrig? Ne, ist ein normaler. Da kommen wir trotzdem nicht dran. Wir haben also sowieso keinen Sattel. Geht ja nicht. Ja, also, Lupina ist wieder da. Wir haben einen jugendlichen Direwolf C, was immer das heißt. Und der ist Level 41. Aber auch ein Mädchen. Guck mal, Lupina, ich habe hier was Feines für dich, ein Baby. Das musst du beschützen. Ihr beide, ne? Ja.
Hast du noch genug zu essen? Sonst kriegst du gerade von der Lupina was. Bist ja schon jugendlich, ne? Hier, guck mal, die Lupina hat so viel Fleisch jetzt für dich. Das dürfte gar kein Problem sein. Ansonsten bauen wir dir noch einen Futtertrog. Hey, guck mal. Nö, das reicht doch. Und ich krieg das Essen wieder, ne? Das brauchst du ja nicht mehr. Schön. Prima. Jetzt haben wir schon zwei Wölfe. Und überladen. Nee, noch nicht. So, einmal Gewicht für dich. Damit du das nächste Mal nicht wieder so blöd da stehst. Hier, das nehmen wir mit. Prima. Dann können wir gleich Metall holen. Ich weiß jetzt, wo der Metallfelsen ist. Da können wir hingehen. Unser ganzer Krempel kommt da rein. So, das und das und das. Ja, das sieht doch schon gut aus. Soweit. So, einmal Klamotten tauschen. Da können wir wegschmeißen. Und nochmal einen Hut tauschen. Dann können wir den auch wegschmeißen. So, noch was? Hier, den müssen wir mal reparieren. Wir brauchten ja Holz und Fasern. Daran dürfte es nicht mangeln. Haben wir genug? Reparieren. Und ich will immer noch einen Vogelkäfig. Ein bisschen Gewicht. So, haben wir. So, das bleibt mal hier. Das brauche ich ja sowieso nicht. So. Den haben wir noch für Notfälle. Essen haben wir. Speere haben wir. Alles gut. Das bleibt hier. Wir brauchen jetzt zum Bauen. Wir wollten doch einen Zähmkäfig bauen, ne? Hier für den Argi. Für den Argentavis. Für den Adler. Das machen wir jetzt als nächstes. Kein Wunder, dass du überladen bist. Was ich dir alles zumute hier mit den Bärchen. Weil ich ja hier kein Wasser habe. Und das hier brauchen wir zum Zähmen. Ach, was mal. Gib mal her. Das müssen wir mal ein bisschen stacken hier. So, einmal, zweimal und dreimal. Das brauchen wir zum Zähmen. Das auch. Und das kommt weg. Und das kommt weg. Und das pfeifen wir uns gerade rein. So, haben wir. Gut. Dann kriegst du das Fleisch wieder. Du bist schließlich der Kühlschrank. Und dann gucken wir, dass ich Noob bin, muss auch nicht jeder wissen. Und dann gucken wir mal, ob du noch genug zu essen hast. Dann kriegst du auch noch was Fleisch. Guck mal hier. So, prima. Und das Gammelfleisch und die Narkos, die hebst du auf. Was hat der denn für Werte? Gesundheit 726? Naja, ich meine, Nahkampfschaden 156. Echt nicht schlecht, der Kleine. Nicht schlecht, der Kleine. Pass gut auf den auf, den braucht man noch. Ich mag Wölfe. Hatte ich das schon mal erwähnt? Nee, ne? Stroh brauchte ich. Stroh. Ohne Stroh nix. Holzkasten. Dann brauchen wir das. Da. Bäume holen. Dann müssen wir noch Narkos bauen. Noch Narkopfeile. Weil ich habe natürlich jetzt auch ein paar verbraucht für das Wolfsbaby. Das war ja so nicht geplant. Aber ich habe mich hinreißen lassen. Ja. Macht nix, macht nix. Alles gut. Musst du mich so erschrecken? Mann! Ich dachte gerade, wo kommt der Wolf jetzt her? Himmel, nee. Komm, du bist eh zu beladen. Ich kann dich nicht brauchen. Mann! Erschreck mich doch nicht so. Okay. Weißt du was? Du hast recht. Aber anders. Anders recht, als du meinst. Ich nehme mal hier so die Bärchen mit. Die holen wir jetzt da raus. Die schmeißen wir jetzt... kannst du die tragen? Wie viel kannst du tragen? Ich glaube nicht, oder? 10, 20... Doch, kann er. Ey, super. Die noch? Ja, aber nicht mehr alle. Ja, ist okay. Gut. Deal. Wobei, warte mal. Ey. Deal ist gut. Das weg. Stattdessen die.
Und die gucke ich jetzt erstmal, ob ich Durst habe. Habe ich Durst? Nö, habe ich nicht. Dann können wir die wegschmeißen. Weg. So. Dann gehen wir gerade rein, bauen gerade was. Gerade eben mal schnell, ne? So. Böser Fehler. Okay, wir bauen gerade was. Wir brauchen Holz und Stein und Stroh und Holz und Holz und Fasern und dann bauen wir schon mal was. Wir brauchen ein Dino-Gate auf jeden Fall für einen Vogel einzufangen. Und das brauchen wir. Und dann können wir schon mal S plus, ne? Das herstellen. So, dann haben wir schon mal ein paar Sachen hergestellt. Die bleiben auch hier. Die legen wir da rein. Dann brauchen wir noch Foundations. Und noch mehr Stein und ganz viel Holz. Gut, okay. Lupina, komm her. Wir beide, ne? So. Wir gehen scouten. Wir brauchen jetzt mal gerade Holz und Stein und so ein Kram. Und nehmen noch alles mit, was wir sonst noch finden. Oh, das Rhino schafft das aber nicht, oder? Nee, das schafft das Rhino nicht. Das ist aber gefährlich hier jetzt. Gefällt mir nicht. Finde ich nicht gut. Trotz Lupina. Die ist nämlich nicht so stark, ne? Die ist eher so ein kleiner Scouting-Wolf. So ein Notfallschutzwolf. Irgendwas Böses in der Nähe. Ne, da hinten läuft ein Wolf, aber der ist noch weit genug weg, glaube ich. Der hat irgendwas gesehen, aber nicht uns. Was ist das da unten? Ein Rhino. Und das da? Katze. Und das da? Drei Wölfe. Toll. Die sind zu nah. Jetzt kommt man mal hier zu den Felsen. Wir müssen ja sowieso Felsen haben. Ah, da ist ein Argi. Ich möchte so gerne ein Argi. Ich sollte. Uah. Ey! Drecksack, lass das! Sag mal, kannst du dich mal umdrehen? Lupina, was machst du denn? Kreiseln, ich hasse Kreiseln. Kreiseln ist doof. Jetzt komm her. Dann mache ich dich platt. Weg. Los, weg da. Du hast keine Chance gegen uns, wenn wir nicht gerade kreiseln müssen. So. So geht das. Da läuft ein Argi. Ich will meinen Zähmkäfig. Das ist unser Berg da unten, ne? So, wo sind die anderen Wölfe hin? Ich traue dem Ganzen im Moment nicht so wirklich. Hier waren doch noch ganz viele andere Wölfe. Da unten sind die. So. Habe ich da schon mal gegengehauen? Ich glaube, wir haben da schon mal gegengehauen. Mitnehmen. Mitnehmen. So. Wie sieht es mit Gewicht aus? Okay. Das ist ein bisschen. Komm, kriegst nochmal Gewicht von mir. Dann haben wir schon mal Holz und Stroh. Dann müssen wir gleich nochmal los. Ja, komm, ist gut. Krieg dich wieder ein. Keine Zeit für sowas. Da müssen wir nur noch gucken, dass wir irgendwie Steine noch an Land kriegen. Ist echt eine blöde Stelle hier, um zu bauen. Ständig scoutet man bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und das da gefällt mir aber auch nicht, dass der jetzt hier rum meandert. Wir von dem. Fall runter, komm. Danke. Ja. So viel dazu. Oh Mann, ey. Hier, das Leder ist auch noch schwer. Das nehme ich dir ab. Würdest du da bitte weggehen?
pup mir nicht auf die Schuhe. Hat man hier noch Steine? Ja, haben wir. Und Fasern haben wir auch. Gut. Dann bauen wir noch mal gerade was. Und zwar, wir brauchen hier Fundament. Wie, wir kriegen nur eins. Okay, das kann noch ein bisschen dauern, bis wir hier fertig sind. Wir brauchen mehr Holz. Definitiv mehr Holz. Ich glaube, Steine brauchen wir hierfür gar nicht, ne? Warte mal, dann lassen wir die doch einfach hier drinnen. So, Wolf hier. Lupina, wir gehen scouten und werden unterwegs bauen, würde ich sagen. Fasern haben wir ja genug an Bord. Oh, erschreckt mich doch nicht so! Mann! Wieso bin ich eigentlich so schreckhaft? Ich weiß es nicht. So, komm mal her. Baum, du bist meiner. So. Herstellbares. Das da. Wir brauchen mehr Holz. Davon haben wir drei. Oh Gott, das dauert ja noch ewig. Vier. Na gut, hilft aber nichts. Ich brauche einen Fangkäfig, weil ich einen Argy will. So, ich will einen Argy. Wir können mal gerade kurz die Foundations da runterziehen und das auch. So, dann wissen wir wenigstens, wann wir die bauen können. So. Okay, also los. Hauen. So, jetzt haben wir schon mal drei, glaube ich. Oder waren es zwei? Ich weiß nicht. Komm, wir bauen jetzt einfach mal. Nee, dann hau ich dir aufs Maul. Das wollte ich nicht. Und ich meine, ich hätte was gesehen. Ein Rhino, ein angeschlagenes. Oh, nein, wir werden dem nicht entgegentreten. Die sind böse. Die sind so ziemlich böse. Habe ich jetzt eigentlich genug Foundations? Ich weiß es gar nicht. Zwei davon. Nummer zwei. Hier ist soweit alles ruhig erstmal, ne? Das ist gut. Solange es ruhig ist, ist gut. Nochmal. Und dann hier noch. Können wir noch eine Foundation bauen und dann bauen wir erstmal ein Teil auf. Und dann gucken wir, was noch fehlt, ne? So, das machen wir. Auf geht's. Also bisher haben wir ja meistens Glück, nämlich wenn da ein Rex runterfällt, dann nur, weil er irgendwas verfolgt hat und dann verfolgt er das auch den Hang runter, meistens. Ich will es jetzt nicht beschreien, aber ja, meistens ist es so. Du hast noch Fleisch genug, gut. Wie sieht's bei dir aus? Hast du auch genug? Gut. Wie lange brauchst du eigentlich, bis du erwachsen bist? Das dauert aber noch lange. 52 Gewicht hat er erst von 197. Naja gut, kann sein, dass wir nachher einen Babytransport machen müssen. So. Was rennt da jetzt wieder? Was rennt? Achso. Lupina, du darfst da stehen bleiben, okay? Ja? Okay. So, bauen wir hier hin, würde ich sagen. 5. Ausrichten nach da, weil von da kommen wir, ne? Wenn wir einen Argy im Schlepptau haben, dann von dort. So. So, ich müsste noch eine Foundation da haben. Die müsste da drin sein. Genau, eine Foundation haben wir noch. Dann nehmen wir direkt das Tor. Das und das. Okay. Können wir eine Fence Foundation bauen, damit wir das Tor richtig ausrichten können? Habe ich das schon gelernt? Nee, habe ich nicht gelernt. Fence Foundation. Holz Fence Foundation. Da nehme ich auch die normale statt der S+. Nee, nicht Holzgeländer hier. Das brauchen wir. So. Und dann brauchen wir Holz. Toll. Moment mal.
Hat man nicht noch irgendwo ein bisschen Holz? Kann ja nicht sein, dass alles Holz weg ist. Da ist nichts mehr drin. Da noch? Bisschen Holz. Nix. Wieso nicht? Wieso denn bloß? Und da noch was Holz? Nein. Da? Bisschen. Nix. Gar nix. Ey, komm schon. 7. Ja, die reichen aber, glaube ich, nicht, ne? Ich glaube, es waren 10. Boah. Ja, okay. 10 Holz. Toll. Na gut. Dann eben nicht. Dann später. So, eine Foundation. Bitteschön. Ich brauche das Holz. Wir brauchen Holz. Ist das denn die Possibility, wegen 2 Holz scoute ich jetzt hier in die tiefsten Wälder, in die größten Gefahren? Ist das irgendwas, was nicht fressen kann? Das ist eine Anke. Und da? Nee, alles gut. Alles gut. So, haben wir. Ja, jetzt bin ich überladen. Super. Kannst du mich noch tragen? Hervorragend. Gut, dass ich dich auf Gewicht gelevelt habe. Wenn auch nur ganz knapp, ne? Geht. Das wird aber ein kleiner Fangkäfig. Aber ist egal, ne? Hauptsache der Vogel ist da drin und dann ist alles gut. Oh, da komme ich gar nicht hoch. Wir müssen noch Rampen davor bauen, glaube ich. Wenn ich da angerannt komme mit dem Vogel im Schlepptau, komme ich hier nicht hoch. Doch, ich komme hoch. Naja, okay, sicher ist sicher. Wir sollten trotzdem eine Rampe bauen. So. Okay, also ich brauche jetzt das. Ich brauche dann das. Ich brauche dann das. Ich brauche dann das. Dahin. So. Jetzt wird gebaut. Die 7 nach hier. Tüdelüdelüt. Dahin. Ey. Oh, das dahin. Danke. So, Tor, die 8. Da drauf. Genau. So, jetzt die Tür. Dahin. Sehr schön. Naja, gut, schön ist was anderes, aber ja. Reicht. So, jetzt bauen wir hier die Wände auf. Automatisch öffnen sollten wir zumachen, wenn wir hier mit einem Vogel ankommen. Müssen wir da nur eine Reihe draufsetzen oder reicht das so? Eigentlich reicht das, ne? Was läuft denn da schon wieder? Ach, das Ding. Hör auf damit! Geh da weg! Du, ne? Du lässt mich in Ruhe, ne? Du? Oder? Ich mach das mal zu hier. Ich trau dem Braten nicht. Hab ich noch eins? Nein, hab ich nicht. Ich muss jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück holen. Und dann brauche ich noch ein Dach. Weil ohne Dach ist nichts mit Vogel, ne? Irgendwie logisch. Genau, fall doch mal da runter, du Meandervieh. Dann lass meinen kleinen Wolf in Ruhe. Fall da runter, fall da runter. Geh da runter. Als hätte er auf mich gehört, ne? Ach. So, wo ist mein Wolf? Da. Wir brauchen noch 2 Rampen und wir brauchen noch 6 von diesen Türrahmen. Okay? Und dann brauchen wir noch 4 Dächer. Kriegen wir das noch auf die Reihe? Ich würde sagen, ja, und danach, wenn wir den Vogel da drin haben, können wir dich da reinparken und das Baby auch. Und dann seid ihr da wenigstens sicher soweit. So. Einmal hauen. Stück hat man gesagt. So, und dann brauchen wir noch diese doofe Rampe.
Lupina, warum bist du so weit weg? Haben wir die denn schon gelernt, die Rampe? Ich mach mal hier nochmal Gewicht, ne? Holzrampe. Holzrampe. Nicht gelernt, jetzt gelernt. So, und dann machen wir daraus noch S+. Dann können wir die wenigstens nachher beim Umzug mitnehmen. S+ Wooden Ramp, die nehmen wir. Können wir 2 Stück bauen davon? Oder noch nicht? S+. Eine. Was fehlt denn? Holz. Als hätte ich es geahnt. Kann da gerade was? Ja, ja, immer erstmal auf der Flucht, ne? Ja. Ist auch in Ordnung. Ich muss aufpassen hier. Da hinten läuft wieder ein Rex rum. So, Rampen haben wir. Geht er von dem Baum weg. So, Rampen haben wir. Die Wände haben wir. Dächer fehlen noch. Guck mal gleich, wie viel Holz wir haben, ob wir da Dächer hinkriegen. Da ist er, unser Kasten. Yippie, wir bauen 4-eckigen Kasten. So, geh mal da rein. Da sind wir wenigstens halbwegs sicher. So, also die 6. Zit. Da drauf. Da drauf. Da drauf. Hallo. Hau das da drauf, bitte. Nochmal. Nochmal und noch rein. So, da soll der Aji rein. Rampe. Kann man bestimmt noch die 2. Genau. Okay, also für die Wooden Ceilings reicht es wieder nicht mehr. Okay, müssen wir noch 4 Stück bauen. So, 7. Einmal da und einmal daneben. Passt. Perfettamente. So, Wolf, auf geht's. Komm, Lupina, auf geht's. Wir müssen noch ein bisschen Holz holen. Für die Dächer, dann haben wir wenigstens den Kram fertig. Kann man das so umswitchen, dass das Tor automatisch schließt, aber nicht automatisch öffnet? Aber ich komme mit dem Wolf da nicht durch die Tür, ne? Nein. Hätte ich schon 2 Tore bauen müssen. Das war mir aber jetzt zu teuer. Nicht dran vorbeirennen. Reicht das vielleicht schon? Kann gucken. Herstellbares. S+ Wooden Ceiling 2. Ne, reicht nicht. Wir müssen nochmal 120 Holz haben, wenn ich das richtig sehe. Kriegen wir hin. Okay. Bisschen kalter. 4, 8, 10, 12. So, muss reichen. Das reicht, das reicht, das reicht. Auf geht's. Ab nach Hause. So, jetzt brauchen wir nur noch einen passenden Aji. Und einen Argentavis Sattel. Braucht der Chitin? Oh je. Okay. Aber Metall wird er brauchen. Der braucht bestimmt Metall. Aber ich weiß ja zum Glück, wo ich Metall finde. So, herstellbares. Ceiling da. Nummer 2. Prima. Und dann bauen wir die auf. So, einmal dahin. Einmal dahin. Einmal dahin. Und einmal, ne? Dahin. Super! Prima! Gefällt mir. Ich kann aber nicht mit dem Wolf da durch, oder? Nee, komme ich nicht durch. Mist. Würde ein Vogel durch eine Lücke passen? Ich glaube ja, oder? Okay, also mit dem Wolf können wir nicht vor dem Vogel weglaufen. Weil wir kommen da hinten ja gar nicht mehr raus.
So, mal gerade gucken, ob die Toreinstellungen anders gehen. Auto close only, das ist gut. Nee, das ist nicht gut. Weil dann kann ich sie nicht offen lassen. Wenn ich dann da reinrenne. Das ist ein bisschen unpraktisch, ne? Andererseits, naja. Naja, lieber lasse ich sie zu und ja. Okay, das machen wir besser. So, Lupina, wie machen wir das jetzt? Gute Frage. Wir brauchen auf jeden Fall Pfeile noch. Wie viele Narkotöpfchen haben wir denn? Keine. Du siehst mich entsetzt. Keine. Keine ist doof. Keine ist nicht viel. Keine ist genau 50 zu wenig oder so. Das ist Mist. Okay, was braucht man denn dann für den Argentavis-Sattel, wenn wir einen Agi haben? Lernen wir den mal gerade. Argentavis. Ah, was? Level 55? Den können wir ja noch gar nicht bauen. Was ist das denn? 43 bis 55. Okay, das mit dem Agi, das hat sich erledigt. Ey, was? Level 55? Ich will einen Agi. Mann. Na gut, ich meine, zähmen kann man den vorher auch schon, aber das ist ja doof. Da haben wir ein paar Levelchen zu wenig für. Wir könnten aber leveln, indem wir jetzt Töpfchen machen. Müssen wir sowieso. Und Metall ranschaffen. Ich wette, wir brauchen Metall. Ah, Moment mal, Moment mal. Du hier, wie geht's dir denn? Alles gut, pass mal auf. Du folgst mir mal gerade. Komm mal mit. Schatzele, komm mal gerade mit, bitte. Ja, du große auch, meinetwegen. Schatzele? Schatzele? Hallo? Hier bin ich. Genau, komm mal bitte mit. Ich bringe dich jetzt mal in Sicherheit erst, bevor wir jetzt hier loslaufen und Metall suchen. Ich glaube, unten am Fuß des Berges war Metall. Und dann brauchen wir ja noch Narkotöpfchen und so ein Krempel. So, genau, das geht relativ schnell auf. Das ist gut. Das ist nicht gut. Ha? Also, Switch to Manual, Mensch. So, kommt her. Nein. Nein, nein, nein. Du meanderst falsch. Komm bitte zu mir. Guck mal, sogar die Lupina ist schon da drin und hat das irgendwie geschafft. So, jetzt lassen wir das Baby da durch. Komm mit, Schätzchen. Komm, du musst mal hier so in den Kasten rein. Da bist du wenigstens sicher. Wenigstens so halbwegs. Komm her. Noch ein bisschen, sodass du in der Mitte stehst, ja? Stopp, stopp, stopp. Das war nicht gut. Noch ein bisschen zurück. Genau, ich setze mich auf dich drauf. Bist du da? So, stopp. Ja, so richtig gut ist das aber noch nicht. Stopp. So, ich mache das mal auf niedrigste hier, sonst kriegen wir das ja nie geregelt. So, komm mal her. Folgen. So, komm mal her. Hierhin bitte, in die Mitte. Hierhin bitte, in die Mitte. Ich laufe wieder im Kreis, ja. Super. Schön, dass wir im Kreis laufen. So? Ja, okay. Nee, immer noch nicht. Düt, düt. Düt, düt, düt. Nee, nicht im Kreis. Du sollst, ein bisschen weiter von der Wand weg. Müssen wir jetzt echt hier nochmal reinlaufen?
ich will dich genau in die Mitte stellen. Ist das denn die Möglichkeit? Ehrlich. Du läufst mal nicht weg, ne? Also nicht, wenn du angegriffen wirst, Angst kriegst, dass du dann hier rausläufst. Ich wollte jetzt nicht noch Türen bauen. Okay, so. So stehst du gut. Ich habe ja gar nichts mehr zum Bauen. Komm, das ist auf jeden Fall besser als alles andere. So. Mini-Wilflein ist eingepackt. So, gut. Okay, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es dann heißt, wir scouten und leveln. Wir müssen Töpfchen herstellen, wir müssen Eisen holen und noch was Leder und sowas. Und wir bräuchten auch mal einen Kristall, dann kann ich wenigstens ein Fernglas herstellen. Dann weiß ich auch, was für ein Argentavis ich nachher zähmen werde. Weil da gebe ich mich nicht mehr ab mit Level unter 100. Also das wird, naja, okay, nicht unter 50. Stapeln wir mal ein bisschen niedriger. Weil ich möchte scouten mit dem Argy und gucken, wo wir dann unsere super tolle Megabase hinbauen. Genau. Also dann, macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.